Harry, ich war nicht in Kräuterkunde und Professor Sprout wird bestimmt böse sein. Hallo Neville, was ist passiert? Ich habe mich verlaufen und dann bin ich aus der Wand hinter mir herausgekommen. Das ist wohl ein Geheimgang. Harry, ich warte immer noch drauf, dass du zum Quidditch-Training kommst. Wir treffen uns auf dem Quidditch-Übungsgelände gegenüber der Brücke am Haupteingang von Hogwarts. Thank you.
Hallo Potter, ich versuche immer noch ins Quidditch-Team zu kommen. Vielleicht habe ich ja diesmal Glück. Könntest du Oliver Wood gegenüber vielleicht meinen Namen erwähnen? Du bist schließlich der Sucher von Gryffindor. Alles klar, Harry. Schnapp dir den Besen und los geht's! Willkommen zum Quidditch-Training. In einem Quidditch-Spiel werden dem Team des Suchers, der den goldenen Schnatz fängt, 150 Punkte zugeteilt. Deshalb wird der Sucher auch so oft gefoult und wir müssen viel üben. Zunächst üben wir mal die grundlegende Steuerung des Besens auf diesem speziellen Übungsbesen. Mit diesem Besen kannst du nicht sehr hoch fliegen, sodass wir uns prima damit beschäftigen können, wie man ihn lenkt. Steuere rechts und links, um zwischen den Pfosten zu fliegen, und verwende die Kreuztaste, um zu beschleunigen. Versuch den Parcours zu beenden, bevor meine Stoppuhr abgelaufen ist. Bereit? 3, 2, 1. Flieg durch die Pfosten, Harry! Genau, Harry! Gute Arbeit, weiter so. Gute Arbeit, weiter so. Genau, Harry. Genau, Harry. Hervorragend! Für diese Leistung hast du Goldflügel und 25 Hauspunkte für Gryffindor verdient. Also Harry, jetzt versuchen wir uns an der nächsten Übung. Ich habe zwei Besen, aus denen du wählen kannst. Probier einfach beide aus und nimm den, der dir besser gefällt. Hier ist der erste. Probier ihn aus, indem du durch diese Ringe fliegst. Manche Leute bevorzugen die Umkehrung der Steuerung für oben und unten. Mit diesem zweiten Besen kannst du dies ausprobieren. Möchtest du sie nochmal testen? Also Harry, welcher gefällt dir besser? Wähle deinen Besen mit rechts und links. Wenn du die Steuerung zu einem späteren Zeitpunkt umkehren möchtest, geh zum Optionenmenü. Du hast das Quidditch-Grundtraining abgeschlossen und kannst jetzt in der Quidditch-Liga spielen. Fahren wir mit dem Training für Fortgeschrittene fort. Du hast das grundlegende Quidditch-Training erfolgreich beendet. Möchtest du fortfahren? Gute Arbeit, Harry. Die Türen zum Quidditch-Platz stehen immer für dich offen. Hey Harry, wie wär's mit ein bisschen Duellierpraxis? Ich weiß nicht. Meinst du, das ist eine gute Idee? Ja, warum nicht? Ich habe Fred vor dir besiegt. Aber wenn du gegen alle Gründermeister antreten willst, brauchst du Übung. Das ist nun auch wieder wahr. Wie wär's hier? Das sieht gut aus. Der Weg trennt uns wie eine richtige Arena. Keiner von uns darf den Weg überschreiten. Denk dran, Harry. Weiche Zurückflüche wirkst du mit der Kreuztaste, Bonusflüche jedoch mit der Kreistaste. Oh schau, diese Blumen. Sie funkeln richtig. Und das bedeutet, ein paar Bonusflüche sind hier versteckt. Okay, lass uns anfangen. Bereit? Duelliert! Runde 1 für mich. Duelliert! Au! Ah! Okay, passt.
Pass auf, Harry. Jetzt zeige ich's dir. Gemacht, Harry. Runde 1 geht an dich. Bereit? Duelliert! Okay, pass auf, Harry. Jetzt zeige ich's dir. Expelliarmus! Wow, klasse, Harry. Du bist wirklich gut. Könntest wohl jeden schlagen. Hast du gehört, dass die Slytherins einen neuen Sucher haben? Wer kann es wohl sein? Ich bin das. Sieh mal, was mein Vater dem gesamten Slytherin-Team gekauft hat. Das allerneueste Modell kam erst im letzten Monat raus. Ich glaube, er schlägt den alten 2000er um Längen. Zumindest musste sich keiner von den Gryffindors in das Team einkaufen. Keiner hat dich nach deiner Meinung gefragt, du dreckiges kleines Schlammblut. Dafür wirst du bezahlen, Malfoy. Ron, bist du okay? Mir geht es nicht gut. Ron, du läufst besser schnell zu Hagrid. Geh mit Ron, Harry, und lass ihn nicht aus den Augen. Thank you.
Okay, Harry. Die Schnecken müssen alle raus. Ich gebe dir Fangs Futternapf zum Auffangen. Beweg den Napf unter Ron, um sie aufzufangen. Leere ihn dann so oft es geht in das Fass, indem du die Quadrattaste drückst, damit er nicht überläuft. Schnell, Harry. Viel Glück. Harry, hast nicht... Okay, Harry. Beweg den Napf. Viel Glück. Gut gemacht, Harry. Das war eine gute Leistung. Wie geht es dir, Ron? Ich will nie wieder Schnecken sehen, solange ich lebe. Beim nächsten Mal kriege ich Malfoy. Wie kann er Hermine nur Schlammblut nennen? Ron, es ist nur ein Wort. Ja, aber es ist so ziemlich das Gemeinste, was ihm einfallen konnte. Schlammblut ist ein wirklich schlimmes Schimpfwort für jemanden, der aus einer Nicht-Magier-Familie stammt. Ein paar Zauberer glauben, sie wären besser als alle anderen, weil sie reinblütig sind. Danke, dass du mich verteidigt hast, Ron. Besonders, weil doch dein Zauberstab kaputt ist. Ich kann die Schnecken immer noch schmecken. Ich muss mir, glaube ich, mal die Zähne putzen. Mist, schau mal auf die Uhr. Wir sollten schleunigst zur Verteidigung gegen die dunklen Künste gehen. Muss das sein? Also Harry, ich weiß wirklich nicht, was du gegen Professor Lockhart hast. Er ist doch ein fantastischer Lehrer. Na, zumindest glaubt er das. Verteidigung gegen die dunklen Künste findet im Oberschloss statt. Ich bringe dich hin, Harry. Thank you.
wird bestimmt eine interessante Stunde. Professor Lockhart ist wohl der mutigste Zauberer aller Zeiten. Hast du darum alle Stunden bei Lockhart auf deinem Stundenplan mit Herzchen versehen? Hab ich gar nicht. Alles klar, Harry? Alles klar. Lass uns gehen. Komm. Komm zu mir. Harry! Nahezu perfekt. Sehr schön, Harry. Ich wusste, du würdest in meiner Klasse der Schnellste sein. Leider habe ich gerade keine Autogrammkarte zur Hand. Dafür aber eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Von mir unterzeichnet natürlich. Schüler, ich bin Gilderoy Lockhart, fünfmaliger Gewinner des charmantestes Lächelnpreises der Hexenwoche. Heute erkläre ich euch einen Zauberspruch, der den Körper lähmt, den Petrificus Totalus. Folgt den Bewegungen meines wertvollen Zauberstabes und drückt die Symbole, auf die er zeigt. Wiederholt dies dreimal und ihr beherrscht den Petrificus Totalus. Bist du bereit? Perfekt! Sehr elegant. Genau wie ich. Großartig! Sehr elegant. Genau wie ich. Und ihr beherrscht den Petrificus Totalus. Bist du bereit? Sehr elegant. Genau wie ich. Perfekt! Perfekt! Großartig! Das war ganz leicht. Bereit? Perfekt!
sehr elegant. Genau wie ich. Perfekt! Großartig! Perfekt! Noch einmal, mach dich bereit. Sehr elegant. Genau wie ich. Perfekt! Großartig! Sehr elegant. Genau wie ich. Du bekommst dafür eine 1. Glückwunsch. Du hast eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer gewonnen, natürlich von mir unterzeichnet. Gut gemacht. Jetzt hast du alle Hauspokale und Plaketten gewonnen. Auf dich wartet jetzt eine Gründerbildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Vortrefflich, wahrlich. Und jetzt an die Arbeit. Ich muss euch warnen. Es kann sein, dass ihr in diesem Raum euren schlimmsten Ängsten ins Gesicht sehen müsst. Euch kann nichts passieren, solange ich hier bin. Bleibt ruhig. Bereit? Frisch gefangene Wichtel aus Cornwall! Keine Sorge, ich habe ihn zuvor betäubt. Wir sind sicher. Nun, ich bitte euch drei, den Rest von ihnen wieder in den Käfig zu sperren. Wir sehen uns später. Mir scheint, Lockhart will uns ein paar Tipps geben. Ich kümmere mich darum. Wenn der Wichtel rot leuchtet, kannst du deinen neuen Zauberspruch verwenden. Er muss aber voll aufgeladen sein, um einen Wichtel zu betäuben. Petrificus Totalus! Du kannst ihn nur schweben lassen, wenn er betäubt ist. Wingardium Leviosa. Bewege den Wichtel über den Käfig und lass ihn fallen. Einfach. Versuch's jetzt mit dem zweiten, Harry. Ron und ich kümmern uns um den Rest. Ist Professor Lockhart nicht toll? Okay, ich werde es versuchen. Aber mein Zauberstab ist ein bisschen komisch im Moment. Jage zuerst diesen Wichtel, Harry. Denk dran. Erst betäuben, dann schweben lassen. Petrificus Totalus, Wingardium Leviosa. Sehr gut, Potter. Geh jetzt aber besser zu Ron. Er ist oben. Wir sehen uns.